Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in Welt 4 der Danny Spitters. Wir befinden uns hier auf der Strecke Main-Spessart-Bahn und da haben heute die Aufgabe, diesen ICE bis nach Gemünden zu fahren, der dann auch weiterfährt bis Kassel-Wilhelmshöhe. Und ja, wir fahren allerdings nur bis Gemünden, haben aber noch eine ganz andere Aufgabe zu erledigen. Dazu gleich mehr. Bevor ich jetzt auf den ICE weiter eingehe, ich weiß, woran das gestern gelegen hat mit dem Livestream. Und zwar, ich hatte den Bildschirm zu sehr eingezoomt und also diese Bildschirmprozente und daran lag das einfach. Und ja, so viel dazu. Also jeder, der sich jetzt irgendwie über das Bild gestern beschwert hat oder auch im Nachhinein jetzt im Video, also das Video ist ja jetzt zu sehen vom Livestream und es lag einfach daran, dass ich die Bildschirmprozente zu hoch eingestellt hatte und deswegen war das halt so ein bisschen nah alles. Und ja, ich bitte das zu entschuldigen, aber wir sind alles Menschen, machen Fehler und ja, daran lag es halt. Gut, kommen wir jetzt zu dem heutigen Szenario. Ich habe mir den ICE GTO Expo 2000 genommen. Hannover, ihr wisst wahrscheinlich noch, die Weltausstellung, die gab es ja damals vor 24 Jahren und ich habe den Mod ICE genommen und wir haben jetzt die Aufgabe, diesen ICE erstmal an den Aschaffenburger Hauptbahnhof zu bringen, an den Bahnsteig. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir den Zug aufrüsten und dann müssen wir sowieso erstmal einige Dinge erledigen. Steigen ein, würde ich sagen. So. Schließen die Türe, können ja mal kurz hier durch den Maschinenraum laufen. Das haben wir ja im Livestream, habe ich das ganz versäumt. Können wir ja mal kurz erledigen, wobei der auch nicht viel anders ist, glaube ich, als jetzt der Original ICE, glaube ich zumindest. Geguckt habe ich allerdings noch nicht, deswegen stelle ich das mal so ein bisschen in Fragezeichen, aber ich glaube nicht, dass man es das hier so besonders viel anders machen kann als im Original ICE, möchte das aber wie gesagt auch jetzt nicht sofort bestätigen, nachdem ich das noch nicht final abgeschlossen habe hier. Aber ihr seht ja selber, es ist jetzt nicht so, dass man hier besonders irgendwas anklicken kann. Der Maschinenraum ist halt so, wie er halt ist hier im TSW und ja, ich glaube damit. Hier ist die Tür zur anderen Seite, genau, das ist die Tür und sonst tut sich ja auch nicht viel, sodass wir jetzt hier uns zu unserem Führerstand gehen können, die Tür schließen können, uns dann hinsetzen können und unseren Zug aufrüsten. Zugsicherungssysteme lasse ich jetzt erst nochmal weg, ihr werdet gleich sehen, warum. Wir melden unseren Zug aber an. Wir haben jetzt keinen besonderen Zug hier, das heißt, wir werden einfach eine Nummer sagen, bitte eingeben, die halt hier jetzt, die uns jetzt einfach einfällt. In dem Fall fällt mir die 619 ein. Ne, gar nicht. Moment mal. Zugnummer. Da nehmen wir die 619. Drücken auf E. Dann ist der hier. Ihr seht das hier. Und dann drücken wir einfach auf die Taste 5 auf Anmelden. Da werden unsere Zugdaten angemeldet. Anmeldung ist erfolgt. Damit sind wir angemeldet. Dann können wir hier den Bremsschlüssel lösen. Gucken nochmal schnell auf unser iPhone. Ne, gar nicht. Ist kein iPhone, ist ein Nokia, wie ihr hier lesen könnt. So, was wir allerdings machen sollten, ist auf jeden Fall Zugspitzensignale an. Das heißt, das machen wir. So, genau. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir schauen mal kurz, ob wir jetzt auch die Zug. Es ist noch doch, wir haben die Zugspitzensignale an, ihr seht es. Gut, dann brauchen wir jetzt eins. Und zwar müssen wir die Route legen. Und zwar erstmal nicht zum Hauptbahnhof, weil da kommen wir nicht hin. Denn wir müssen erstmal hier rausfahren. Ziemlich weit hier. Für den Zug auch gerade ziehen. Genau. Da müssen wir nämlich gleich noch einen Führerstandswechsel machen. Das kann jetzt allerdings ein bisschen dauern, bis wir hier grün kriegen, weil der fährt hier weiter. Ich glaube, ne, der ist nicht auf unserem Weg. Der krabbelt doch, der krabbelt da jetzt gerade runter. Es könnte aber sein, dass sich jetzt der Zug, der hier fährt, sich auf unseren
Weg, auf unser Fahrweg begibt, der Güterzug, dass wir deswegen rot haben. Sollte das der Fall sein, werden wir natürlich den dann auch entfernen. Der krabbelt, wie gesagt, runter von unserem Fahrweg. Es könnte sein, dass der sich jetzt da drauf begibt. Der fährt nämlich hier so schön. Ja, der wird sich da auf unser Fahrweg begeben. Deswegen haben wir rot. Das ist das ganze Problem an der Sache. Aber der wird sich hoffentlich gleich dann hier wieder rausbegeben, sodass wir dann auch losfahren können. Das ist nämlich die Sache, deswegen haben wir rot. Und wie ich es mir gedacht habe, fährt er auch wieder raus. Wunderbar. Dann kann sich das nur noch in Minuten handeln. Können ja schon mal langsam vorfahren. Wie gesagt, AFB und Zugsicherungssysteme lassen wir im Moment noch weg. Das machen wir dann, wenn wir vom Bahnhof losfahren. So, Motorlüfter ist eingeschaltet. Können wir schon mal ein bisschen losfahren. Ich hoffe, das mit dem roten Signal gibt sich gleich. Ja, das hat sich in dem Moment dann auch erledigt. Dann können wir losfahren. So, die Fahrmotorlüfter sind eingeschaltet. Auch schön, wie er hochschaltet. Wir können losfahren. 40 ist Beschränkung. Ist jetzt hier auch keine Reisefahrt, sondern eine Rangierfahrt. Da sollten wir eigentlich eh nicht über 25 fahren, aber wir wollen ja auch mal irgendwann ankommen. So, wir müssen nämlich jetzt mal einmal an den Bahnhof vorbei. Dann aufs hintere Nebengleis praktisch, also einmal durchfahren, um zu wenden, damit wir dann. Oh, jetzt wären wir zu schnell. Damit wir dann wieder praktisch den Führerstand wechseln und dann in den Bahnhof fahren und dort dann die Fahrgäste einsteigen lassen können. An diesem 28. Juli 2024. So, ihr seht das da links, ist der Bahnhof. Wir müssen uns gleich Gleis 5 aussuchen oder Gleis 6, auf jeden Fall nicht Gleis 4. Das habe ich beim ersten Mal bei der Probe gemacht und habe mich gewundert, warum wir nicht nach Gmünden fahren können, warum wir da keine Route legen können. Gleis 4 ist auf jeden Fall ein Gleis, wo wir dann im Kreis fahren würden. Da kommen wir nicht raus hier aus dem Bahnhof praktisch. Sind da schon sehr darauf achten, wo wir gleich die Route hinlegen. Während hier noch eine, ne, zwei in Doppeltaktion wartende Dieselloks warten auf ihren Schleppeinsatz oder Güterzugeinsatz, wie auch immer. So, wir haben hier ein bisschen Backup, dass wir deswegen ein bisschen auf die Bremse achten hier. So, wir haben nach wie vor grün, auch wenn sich das Signal dort wie rot aussieht. Aber ihr seht die zwei weißen Striche oder Punkte vielmehr, die erlauben uns auch über das rote Signal zu überfahren, ohne Konsequenzen. Hätten wir jetzt die PZB aktiv, hätten wir Befehl 40 drücken müssen. Aber wie gesagt, hier beim Rangiervorgang lasse ich die weg. Es würde nur stören. Ich glaube, das ist auch im Vorbild so, dass man die dann weglässt. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Aber ich meine, das ist so. So, wir ziehen jetzt hier aufs richtige Gleis drauf. Dann ziehen wir noch gerade. Dann können wir den Führerstand wechseln. Und dann an den Bahnhof fahren. So, ein bisschen langsamer werden schon mal. Nicht über das großartig über das Ziel hinausschießen. So, genau. Ziehen jetzt hier noch gerade, wie gesagt, bis zum roten Signal haben wir noch Zeit oder Platz ohne Ende. So, sind gerade gezogen, bis wir den Weichenbereich noch verlassen. Und sollten wir jetzt hier auch langsam, aber sicher bremsen, wenn ich den Bit den dargestellten Bereich verlassen.
Wunderbar. Dann entfernen wir die Route an dieser Stelle, denn die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Genau. Da müssen wir hier erstmal abrüsten, die Bremse aber noch. Ne, wir lassen die noch aufgerüstet, die Bremse noch angezogen, weil es hier ein bisschen bergab geht. Das wollen wir nicht riskieren. So, dann rennen wir eben schnell rüber zu dem anderen Führerstand. Müssen da die Bremse anziehen, dann können wir den auch schon mal ein bisschen aufrüsten. Beziehungsweise müssen da auf jeden Fall die Bremse anziehen, damit wir hier einen sicheren Halt haben. Nicht wegrollen, weil ihr seht es da oben, 0,5% Gefälle. Ich möchte ungern während des Überlaufens zum anderen Führerstand, dass unser Zug dann still und heimlich über das rote Signal saust, während dort ein Güterzug vorbeifährt. So, ein Autozug wohlgemerkt. So, dann steigen wir hier mal ein. Ist natürlich ein bisschen Lauferei, aber das geht nun mal nicht anders. So. Ziehen hier die Bremse an, machen das auch schon mal auf, damit die Bremse auch hält. Genau. So. Dann laufen wir wieder rüber, rüsten an der anderen Seite ab. Wie gesagt, ein bisschen Lauferei, aber es ist halt so. System Gefälle hier geschuldet. Sonst wäre das alles kein Problem, wenn das ein bisschen eben wäre oder wenn das komplett eben wäre. Dann würden wir hier stehen bleiben, könnten wir hinten abrüsten, rüberlaufen und darauf rüsten. Aber so müssen wir halt ein bisschen Vorarbeit leisten, in den anderen Führerstand die Bremse anziehen, damit wir hier die Bremse lösen können, was absolut nötig ist, damit wir auch vom Fleck kommen. So. Wunderschön. Wunderschön. So. So, dann können wir den hier ausmachen. Die Bremse lösen. Das lassen wir so. Genau. Der ist eingesteckt. Können wir den auch ausstecken? Wahrscheinlich. Nimm mal mit. Schaden kann es nicht. So. Dann sind wir hier soweit fertig. Können den Motorraumbeleuchtung. Das lassen wir an. Genau. Führer. Zeigen aus. Ja, hier sind wir soweit durch. Na, ich will da durch. So. So. Dann schließen wir die Tür. Ne, hier müssen wir die Zugspitzensignale auch ändern. Das ist natürlich nicht richtig. So, setzen wir uns kurz auf den Platz. Spitzensignale normal, hell. Ne, das müssen wir ändern. Das ist komplett falsch. Aus. Normal. Das ist mal aus. Genau. Wir hier noch was ändern bezüglich der Lichter. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal kurz. Jetzt sind sie. Jetzt ist richtig. Gut, da können wir hier aussteigen. Das hier wieder zu. Obwohl wir können ja hier auch den Motorraumbeleuchtung ausmachen. Die brauchen wir ja nun wirklich nicht mehr. So. Das wäre ja nur Batterieverschwendung. So, dann sind wir hier fertig. Können hier die Tür schließen. Können wir rüberlaufen, andere Seite aufrüsten. Wie auch zum Bahnhof kommen, die Fahrgäste warten. War schon wieder Viertel vor 10. Halb 10 sind wir angefangen. Kurz nach halb 10. 10 Uhr Ausfahrt. Oder sollen wir Abfahrt am Bahnhof? Das sollten wir uns schon ein bisschen sputen, dass wir hier vom Fleck kommen.
So. Schließen hier die Türe. Auch diese Türe. So, dann setzen wir uns hin, machen Folgendes, und zwar den einstecken. Zack. Ach ja, wir müssen hier noch den Führerstandswechsel angeben. Sonst wird das nichts, genau. Dann können wir das, ist freigeschaltet. Das müsste jetzt gleich eigentlich aufleuchten. Machen wir den einmal auf neutral. Genau. Zack. Dann können wir die Bremse. Erst müssen wir uns eine Route legen. So, und zwar zum Augsburger Hauptbahnhof. Und zwar nehmen wir jetzt dieses Gleis. Ich hatte nämlich vorher bei der Probe eins der Gleise. Und ihr seht, wo es dann hinführt. Das kann nichts werden. Deswegen müssen wir das hier, nehmen wir das Gleis. Sollte hinhauen. Können Sie sich nochmal anmelden hier. Gleich mal schauen, wann wir rot haben. Wieder die 619 E und anmelden. Sollte jetzt funktionieren. Wunderbar. Sollen wir schauen, warum wir rot haben? Das ist nämlich jetzt ein bisschen blöd hier, finde ich. Kommt da irgendwie jemand unser Gleis gefahren? Sieht aktuell nicht so aus. Frage ich mich, warum wir rot haben. Kommt da von hinten was? Da von hinten kommt was. Der ist schuld. Sorry, Kollege. Aber du störst. Das ist ein bisschen eilig. Genau, das war nämlich der Grund. So, dann können wir uns auf den Weg zum Bahnhof machen. Fahrmotorlüfter. Und natürlich machen wir auch die Spitzensignale an. Das heißt, zack. So. Dann geht's los. Bahnsteig 6 haben wir Einfahrt. Wunderschön. So, das funktioniert auf jeden Fall. Rot haben wir erst hinterm Bahnsteig. Das ist sehr gut. So, wollen natürlich auch nicht zu schnell werden. Der eh nur noch 900 Meter, das heißt, wir können hier eigentlich schon mal ein bisschen abschalten. Und dann fahren wir jetzt schön gemütlich an den Bahnhof. Wunderbar! Können dann gleich die Fahrgäste dort aussteigen, beziehungsweise nicht aussteigen lassen, weil auch keine Fahrgäste vorhanden sind. Bei dem Wendevorgang dürfen keine Fahrgäste dabei, im Zug sitzen. Das heißt, die werden jetzt gleich erst zusteigen, können dann gemütlich noch weiter unseren Zug aufrüsten. AFB, PZB, SIFA und LZB können eine Route bis Gemünden legen und haben dann Ausfahrt. Das sollte mit 10 Uhr klappen. Wie gesagt, das ist jetzt rein fiktiv alles. Ist kein offizielles Szenario. Ich mache nur eins draus. Von daher wundert euch nicht wegen der fehlenden Ankunftszeit und ja, sowas alles. Aber der Zug oder der Free-Roam-Modus macht es möglich, dass man sich hier so ein bisschen was ausdenken kann. Ja, schön das Ziel an der Bahnsteigspitze platziert, sodass unser ganzer Zug hier an den Bahnsteig passt. Auch die Leute überall einsteigen können, erste Klasse, zweite Klasse und so weiter. Sie sich nicht die Beine brechen. So. Das war ein bisschen auf die
optimistisch gebremst hier. Können wir noch. Ah, geht doch. Ist ja großzügig genug, würde ich sagen. So, dann können wir die Türen öffnen und zwar auf der rechten Seite. So, genau. Dann machen wir jetzt Folgendes. AFB und PZB, LZB. So, dann LZB, PZB und SIFA. Da müssen wir noch Folgendes, und zwar Route legen bis Gemünden. Nehmen wir den Fahrmotorlüfter aus. So. Mal dieses Gleis, genau. Gucken wir mal, ob wir grün kriegen. Ist natürlich wieder nicht der Fall, da ist wieder irgendjemand im Weg. Ach, dann schauen wir mal, wer uns da vor der Nase fährt. Da kommt jemand. Ah, der ist ja gleich verschwunden. Das ist nicht das Problem. So. Wir gucken uns nochmal draußen den Zug an, ob alles soweit und okay ist. So, vorne einmal schauen. Immer noch Zeit. Genau, Fahrmotorlüfter geht auch aus. Sehr schön. Expo 2000, Hannover, die Weltausstellung, offizielle Karriere. Wunderbar. So, dann rennen wir noch mal kurz zum Automaten. Wie auch was, wir jemanden die Vorf, die Einfahrt. 10.36 Uhr, ich glaube, das schaffen wir. Bis der nächste Zug hier einfährt. So, dann laufen wir noch kurz zum Automaten, holen wir uns noch was zu fressen. Essen, Entschuldigung. So, was zu trinken vielleicht noch, wäre eine Idee. Genau. Ist der Automat. Ja, werfen wir mal 4 Euro ein. Zack, zack. Nehmen wir die 22, das ist ein Maß. Oder, ja, Maß. So, dann werfen wir noch 4 Euro. Haben wir jetzt eingeworfen, dann haben wir noch ein bisschen Geld über. Dann nehmen wir noch die 28 für eine Coke. Genau. Restgeld. Zack. Das Maß und die Cola haben wir. Gut, dann können wir wieder in den Zug einsteigen. Uns auf die Abfahrt vorbereiten. Dort noch ein RE einfährt. Geschoben von einer Ozean beige blauen BR 110 dürfte das sein. Ich jetzt nicht ganz täusche, während hier auch was noch vorbeifährt, oder? Ist das eine 111? Das sieht nach einer 111 aus, ja. So, wir haben wie gesagt jetzt gleich Ausfahrt. Können Sie auf den Weg machen. Die Strecke dürfte mittlerweile auch frei sein. So. Wir haben grün, sehr schön. Dann können wir die Türen schließen. Können wir das hier eigentlich? Das wäre es doch gewesen. Wir schließen die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt. Fahren wir ein bisschen früh aus. Zack. So. Das heißt, wir haben jetzt hier lösen die Bremse. Fahrmotorlüfter ein. Und dann haben wir Ausfahrt. Die AFB eingestellt? Natürlich nicht, da kann es nichts werden. Ah, das vergesse ich immer wieder. Das ist wirklich ein Phänomen bei mir. Na egal, lass mal das. Jetzt aber sollte es funktionieren. Genau. Wunderbar, genießen wir die Ausfahrt. Nächster Halt, Gemünden. Können Sie befreien? Das heißt, wir können direkt mindestens auf 60 aufschalten. Gleich haben wir schon rot. 2,5 Kilometer. Ist wieder irgendjemand auf unserem Gleis am Fahren? Ach, jetzt hat sich das auch erledigt. Sehr schön.
natürlich drücken wir die Sifa. Und da geht's dahin. Ohne nennenswerte Probleme haben wir unseren Zug gewendet, aus der Abstellung geholt, gewendet und an den Bahnsteig gefahren und jetzt uns auf den Weg nach Gemünden gemacht. Der Zug hat das eigentliche Ziel, oder das Ziel des Zuges ist Fulda bzw. Kassel-Wilhelmshöhe. Wir fahren im Abschnitt bis Gemünden. Oh, wunderschön, dieses Klicken, wie sich der Hebel dreht, bei dem, wenn ich die AFB hochschalte. Herrlich, einfach herrlich. Und auch dieser Leistungshebel, seht ihr das, wie der sich immer ein Stück eindrückt? Wie der ein Stück nach unten geht, wenn ich aufschalte? Einfach traumhaft. Es ist bei diesen Mod-ICEs wirklich wunderbar umgesetzt, muss ich wirklich sagen. Einfach traumhaft. So, Wachsamkeit, das heißt, wir müssen bremsen, warum auch immer. So, warum auch immer. Warum sind wir jetzt hier unter PCB-Beeinflussung? Das ist mir doch ein bisschen schleierhaft. Jetzt können wir uns wieder befreien. Da vielleicht kurzzeitig rot oder zumindest so lange rot. Oder TSW spinnt wieder. Warum genau haben wir jetzt hier einen 500 Hertz Magnet? Ich glaube, das ist auf dieser Strecke Standard. Kann das? Dass wir das immer hier haben? So aus dem Nichts? Warum war jetzt genau dieser 500 Hertz Magnet da? Wir haben es doch befreit vorher. Ich verstehe es einfach nicht. Ich will es nicht verstehen. Ich kann das auch nicht verstehen. Ich will es auch nicht mehr verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich nicht. Komme ich nicht mehr klar mit. Na komm jetzt. Boah, das hasse ich ja. Bis der mal wieder losfährt. Dieser 500 Hertz Magnet, der war total unnötig. Ich weiß gar nicht warum. Ist kein Signal weiter, weil es ist grün. Ach, ich kapiere da nicht, ey. Das Zwergsignal oben, das Grün. Mein Gott, jetzt. Ich hoffe, es bleibt uns jetzt erspart. Ist wirklich nicht schön. So. So, wir sind natürlich auf dem Gegengleis, deswegen hatten wir wahrscheinlich auch kurz. Ach, was ist denn los heute? Warum bleiben wir denn jetzt stehen, Mann? Ach, das ist doch... Ach, ey. Sorry Leute, das. Ich hab's jetzt irgendwie verpeilt, die Sifa zu drücken. War mit dem Gedanken woanders.
So, jetzt aber meine Herrschaften mal. So, da sind wir wieder. Ganz kurz schauen, ob der das jetzt auch aufnimmt. Ich habe gerade Pause gedrückt und deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber er scheint es aufzunehmen. Sehr schön. Gut, dann können wir weitermachen. So, sind weiterhin auf dem Weg nach Gemünden. Musste vorhin das Aufnehmen pausieren, weil ich zum Essen war, aber ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall war ich mir jetzt nicht sicher, ob er das wieder aufnimmt. So, 100 nach wie vor, das wird sich aber hoffentlich gleich geben. Aber wahrscheinlich haben wir noch einen Gleiswechsel vor uns, weil wir ja nach wie vor auf der Gegenseite fahren. So, Wachsamkeitstaste, das heißt, wir werden gleich auf jeden Fall das Gleis wechseln, gehe ich jetzt mal von aus. Sonst würden wir jetzt hier nicht auf 80 beschränkt. Wieder befreien. Ja, das ist doch. Ey Leute, ganz ehrlich, die Strecke ist. Die ist doch für den Arsch. Entschuldigung, es ist so. Ist doch krank. Entschuldigung, das ist doch. Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Entschuldigung, es ist einfach so. Warum zum Teufel haben wir dauernd 500 Hertz Magnet? Kann mir das mal jemand klar machen? Das ist doch krank. Entschuldigung, das ist doch. Aber wahrscheinlich hat das wieder mit dem Gleiswechsel gleich zu tun, gehe ich jetzt mal von aus. Es nervt auf jeden Fall, es nervt richtig. Warum haben wir denn jetzt schon wieder eine Zwangsbremsung? Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Was ist denn hier los? Ganz ehrlich, ey. Langsam reicht's, ehrlich. Fahr gleich ohne Zugsicherungssystem. Ich habe echt die Schnauze voll hier, ehrlich.
Schau mal, es ist nichts am Blinken, kein PCB aktiv, nichts. Und trotzdem kriegen wir laufende Zwangsbremsung. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir uns jetzt befreit oder was ist jetzt hier Phase? Ich bleibe erstmal bei 20. Weil ich gar nicht weiß, ob wir jetzt gleich einen Gleiswechsel haben oder nicht. Oder ich weiß ja gar nicht, wie schnell ich fahren darf. Ich habe nichts hier. Soll ich es riskieren? Zumindest auf 40. Ich riskiere es einfach mal. Scheint zu funktionieren. Und so, das sind dann wieder diese Sachen, weißt du, die einem den Spielspaß nehmen und zweifeln lassen an der ganzen Sache TSW, weil das sind laufend so Dinge, wo ich mir sage, das muss nicht sein, das ist unnötig. Die zwei Zwangsbremsen hier mit dem 500 Hz-Magnet, die waren einfach unnötig. Es gab überhaupt keinen Grund dafür. Und das sind so Dinge, wo ich mir sage, nee, muss nicht sein. Scheint aber doch keine Gleiswechsel vorzunehmen. Die Geschwindigkeit ist ja jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie beschränkt wird. Dann können wir wieder aufschalten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie streckentypisch ist oder ob das nur auf der Strecke ist, wenn man Züge gespawnt hat. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber die Strecke bot sich halt an mit dem Betriebswerk, dass man das so schön mit den Wendemanöver machen konnte. Und deswegen habe ich die Strecke halt genommen. Naja, wir haben jetzt gleich wieder 40, dann haben wir wahrscheinlich gleich Gleiswechsel. Weil sonst würden die 40, glaube ich, keinen Sinn machen. Müsste jetzt eigentlich gleich dann auch irgendwann mal das Vorsignal kommen, was wir quittieren müssen, dass wir dann runterbremsen. Ich denke, das werden wir jetzt auch machen. Ich habe keine Lust, hier wieder in irgendeine Situation zu kommen, wo ich wieder eine Zwangse kassiere. Da habe ich keinen Bock drauf. Oder lieber frühzeitig runterbremsen. Wir werden gleich einen Gleiswechsel vornehmen, weil dann dürfen wir gleich auch wieder beschleunigen. Dann nehmen wir ihn schon auf 120. Jetzt fahren wir nämlich hier schon mittig. Und der Grund, warum wir auf dem Gegengleis fahren, ist natürlich dem geschuldet, dass da erstens ein Güterzug steht. Und wahrscheinlich kommt gleich noch eine Schublok von hinten, das ist auf dieser Strecke jetzt nicht so ungewöhnlich.
die Schublok fährt gleich weiter, wie auch immer. So, ich drücke jetzt ein paar Mal öfter die Sifa, weil die hört man hier draußen tatsächlich nicht so. Von daher ist mir das lieber, ich drücke ein paar Mal öfter. Ich glaube, dass ich an Seite bin. So, dann werden wir gleich den Gleiswechsel vornehmen. Sie fährt sich jetzt auch gleich offiziell. Zack. Da nehmen wir den Gleiswechsel vor. Wunderbar. Die 120 gelten naturgemäß erst, wenn wir mit allen Zugteilen auf diesem Gleis uns befinden. Logisch. So, jetzt so langsam pendeln wir es komplett, jetzt sind wir aufs komplette Gleis. Das können wir auch wieder aufschalten. Zumindest schon mal auf 110. Die sind ja gleich auch vorne angekündigt. So. Können wir wieder in den Führerstand rüberwechseln. So. Ich hoffe jetzt auf eine störungsfreie Fahrt bis nach Gemünden. Ohne irgendwelchen Pseudo 500 Hz Magneten oder irgendwelchen unnötigen Zwangsbremsungen. Einfach gechillt zum Ziel. Fahren wir schön den Berg hoch. Fast 2% Steigung. Das ist hier auf der Strecke natürlich vollkommen normal. Mein Spessartrampe. Wunderschön. Wunderschön. So, gleich 100. Aber nur für einen kurzen Moment. Die 110 sind praktisch auf gleicher Höhe. Das wird sich jetzt nicht unbedingt großartig auswirken. Trotzdem müssen wir kurz die 100 fahren. Nützt nichts. Ist ja wie beim PKW auch. Müssen wir sogar noch langsamer werden. So, gleich sogar 90, aber da sind wir ja eh. Bleiben jetzt erstmal bei 80.
Das ist dem geschuldet, dass wir jetzt gleich eine scharfe Rechtskurve haben. Ihr kennt diesen Ort hier. Der wird sich, glaube ich, für immer in unser Gedächtnis gebrannt haben. Genau die Stelle hier auf der Strecke. Da standen wir mal bei TSW. Wie gesagt, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Da standen wir bei TSW 3 schon mal hier mit unserem RE und kamen zum Verrecken nicht weiter, weil ein Güterzug sich hier festgefahren hat an dem Bahnhof, der jetzt gleich folgt. Und wir kamen mit unserem RE einfach nicht mehr weiter, weil sich der Kollege da irgendwie festgefahren hat. Wir mussten das Szenario an dieser Stelle dann auch hier beenden. Genau, hier war's. Gleich endlich auf Geschwindigkeit 120, 130, es wird so langsam. Die Strecke hat so ein bisschen was an sich, ist so ein bisschen tricky. So, 120. Es geht so langsam aufwärts hier mit der Geschwindigkeit. Kommen uns natürlich logischerweise viele Güterzüge entgegen. Ist jetzt auch nicht so abwegig. Wunderbar, wunderschön. Ah, da bin ich auf den Knopf gekommen mit dieser Scheiß. Windows-Dings-Taste. Dann konnte ich die SIFA nicht mehr drücken. Ich wollte die SIFA drücken und bin versehentlich mit meinem Daumen auf die Windows-Taste gekommen. Und da war natürlich das Bild im Vordergrund und der Spielbildschirm hier war dann nicht mehr erreichbar so schnell und ja, ruckzuck Zwangsbremsung. Oh, 120. Und dann 110, da gehen wir auch schon mal hin. Wieder ein Güterzug. Jetzt werden wir wieder ein bisschen eingebremst hier.
Aber das ist auch nur von kurzer Dauer. Schade, dass man das Handy nicht benutzen kann. Das wäre jetzt so ein bisschen noch das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Aber naja, man kann auch nicht alles haben. Also, ihr hört ja, wie leise die Sifa ist hier. Da muss man schon echt, wenn man draußen ist, aufpassen. So, 120. Wunderschön, wunderschön. So, da passieren wir gleich wieder so einen kleinen Bahnhof. So langsam kommen wir dem Ganzen dann auch näher, also nur noch 14 Kilometer. Wir haben auch jetzt schon insgesamt eine Aufnahmezeit von 53 Minuten. Was ist das da eigentlich für ein Barcode? Könnt ihr ja mal scannen. Vielleicht funktioniert das ja. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was dabei rausgekommen ist. Wenn das geht, heißt das. Würde mich schon echt interessieren. So, gleich 100. Wahrscheinlich wieder ein Güterzug. Ne, das ist ein RE. Geschoben. Das Tupac voran. Diesmal mit einer 146 hinten schiebend. Ah, gleich 130, endlich, endlich, endlich.
das mit den ganzen Kurven hier, das dauert natürlich ein bisschen, bis wir die ganzen Kilometer hier runtergefahren haben. Das, wenn man jetzt geradlinig fahren würde, ist klar. Zug zumindest gemischt. So, 130. Ah, jetzt kommen die Geschwindigkeiten. 150. Endlich. Mal ein bisschen Gas geben hier. Beziehungsweise Feuer. Sehr, sehr nice. So, zack. Ist zwar nicht sehr lang, die 150, aber immerhin. Das macht schon eine Menge aus. Und das ist jetzt natürlich keine typische ICE-Strecke hier, das muss man auch ganz klar sagen. Wir fahren maximal REs lang. 160. Aber ja, auch eine ICE kann hier mal durchaus lang fahren. Ja, und halt Güterzüge ohne Ende. Das ist, glaube ich, für die Strecke hier typisch, dass die hier lang fahren ohne Ende. Wo geht da links der Abzweig hin? Könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben? Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal rein, wenn ihr wisst, wohin der linke Abschnitt geht, Abzweig. Was da jetzt da über die Brücke geht praktisch. So, dann haben wir es gleich geschafft. Wunderschön. Ging es dann zum Schluss doch relativ schnell, muss ich sagen. Also, ich habe gedacht, das würde länger dauern, weil die Strecke so kurvenreich ist. Aber zum Schluss ging das jetzt doch fix. Also innerhalb von 7 Minuten haben wir jetzt ordentlich Strecke zurückgelegt. Wir haben jetzt 1 Stunde voll. Bei 53 sah das noch ziemlich viel aus. Wir waren, glaube ich, nur so bei 20 Kilometer oder so, oder bei 19 oder irgendwie sowas. Oh, jetzt habe ich verpennt. Jetzt, jetzt muss ich ein bisschen nachhelfen.
Jetzt habe ich total nicht aufgepasst hier. Ach, bleib doch nicht stehen. Kommt doch, wenn man mal so viel labert, dann verpasst man das. Wunderschön, wunderschön. Einfach geil, einfach geil. So, kurz vor dem Bahnsteig haben wir dann 60. Aber ich denke, wir werden eh früher schon auf mindestens unter 85 gebremst, beziehungsweise beschränkt. Von daher passt das schon. So, da vorne ist wahrscheinlich, ja genau, können wir schon mal. Anfangen zu bremsen hier, weil wir quittieren müssen. Runter auf 60. So, haben wir das. Kannst da schon mal nichts mehr anbrennen. So, Bremskurve, Haltzeigen, das Signal. Das bedeutet unter 45. Fahren wir an Gleis 6 bzw. Bahnsteig 6. Das heißt, wir werden hier noch einmal die Linkskurve nehmen. Genau. Beziehungsweise die Weiche nach links, so wollte ich sagen.
So. Da liegt der 500 Hertz Magnet. Zack. So, dann öffnen wir rechts die Türen. Das doch nicht, das will ich, mein Gott. So. Steigen wir aus. Dann haben wir Feierabend. Ein Kollege übernimmt und fährt den Zug weiter nach Fulda bzw. Würzburg, Fulda und Kassel. Für uns ist hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Rest Sonntagabend. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Wenn ihr dieses Video seht, seid ihr bereits mitten am Arbeiten. Für die, alle die, die arbeiten müssen an diesem Montag. Ich wünsche euch von Herzen eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Für mich ist es die letzte Arbeitswoche vor meinem Urlaub. Ich freue mich tierisch drauf. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Dennis Spieters. Lasst gern Feedback da, lasst eine Kanalmitgliedschaft da, lasst Kommentare da, lasst einen Daumen nach oben da. Whatever. Macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein. Ciao, Servus. Und vor allem Tschüss.